Hi, so, ich möchte jetzt mal zeigen, was man für lustige Sachen hierbei bekommt. Es sind die sogenannten Props. Props habe ich mir mal sagen lassen oder ich habe es irgendwo gelesen, weiß ich gar nicht mehr. Das kommt wohl aus dem Filmgeschäft. Props heißt, ist abgeleitet von Property, von Eigentum. Es ist einfach Eigentum der Filmfirma und so ist das irgendwie weitergeleitet. Es ist halt Eigentum, es ist halt Requisiten. Und man nennt es halt Props, das ist so durchgesetzt. Lustige Utensilien, lustige Verkleidung, wie auch immer. Ja, was hat man, wenn man sowas mietet bei mir? Man bekommt zum Beispiel solche lustigen Sonnenbrillen dazu. Was habe ich noch? Alle möglichen Schildchen für die Damen, für die Herren. Was hat man noch? Man kann natürlich auch kombinieren. Ups, lustige Hüte. Für die Prinzessin unter uns. Was hat man noch? Eine coole Sonnenbrille. Sofort mit Schnurrbart integriert. Ein Piratenhut. Noch einen anderen Hut mit Gummiband, wenn man das möchte. Wir haben noch alle möglichen anderen Sachen. Bänder, verschiedene Masken, nochmal so ein Krönchen. Man hat hier so Schildchen, da gibt es dann Kreide zu, man kann irgendwelche lustigen Sprüche draufschreiben. Was haben wir noch? Standard natürlich, den Schnurrbart, da gibt es einige von. Das heißt, das waren jetzt quasi nur ein paar Beispiele. Wir haben ganz viele Sachen davon, verschiedene Schnürbärte noch, Kussmünder noch, verschiedene Hüte, verschiedene Bänder noch, noch mehr Sonnenbrillen, noch mehr Hüte, verschiedene Farben. Perücken, alles, was man sich denken kann. Also da entstehen wirklich super lustige Fotos. Ich zeige dir jetzt hier nochmal im Abspann, was man da alles mitmachen kann.